Das ist immer tatsächlich, was ich mache, und wie ich das so oft in Videos sage, ich beschönige nichts, ich sage, ich bin direkt vor Ort, mache das eins zu eins, erkläre, was ich mache, damit du als Zuschauer verstehst, was der Beruf Heizungsbau, Installateur, Anlagenmechaniker, wie es heutzutage heißt, alles so mit sich bringt, wie facettenreich das Ganze ist und wie viele verschiedene Möglichkeiten du hast oder haben kannst zum Lernen und dich einfach dein Wissenspotenzial zu erweitern. Guten Morgen. Heute nehme ich euch mit zu einem Objekt. Das ist auch ein Mehrfamilienhaus. Da hattet ihr schon ein paar Mal vielleicht das Video angeguckt über die Edelstahlleitung. Wir haben dort eine Gasleitung, die durch das wird mein Fahrradraum, durchgeht. Und genau dort ist auch der Gaszähler damals platziert worden. Und jetzt wird es ein Fahrradraum. Der Gaszähler muss versetzt werden. Wir haben größere Dimensionen als das 54er Kupferrohr. Und heute werden wir den Gaszähler von einem Platz zum anderen versetzen. Und das relativ zügig und schnell und kostengünstig, denke ich mal. Wie das Ganze funktioniert, seht ihr jetzt. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung und jetzt geht's los. Ich zeige euch jetzt, wie der Anfang ist, wo es anfängt. Das Ganze, wir haben hier die Hauptabsperreinrichtung, die ist mit einem roten Kugelhahn versehen. Danach haben wir den Gasdruckregler, der geht bis 50 Millibar. Danach nochmal eine Absperreinrichtung und oben drüber eine Verschraubung. Dann geht die Rohrleitung hier durch die Wand durch. Das ist jetzt der Raum. Vorher war das ein Öltankraum. Die Gasleitung ist, da ist die Durchdringung. Dann geht sie rum. Gaszähler hier drin platziert. So war das ursprünglich auch alles geplant und gedacht und das ist okay gewesen. Jetzt wird hier ein Fahrradraum entstehen und da ist die Gasleitung an ist der Gaszähler ungünstig jetzt platziert. Das heißt, wir wollen den umsetzen und den wollen wir in den Heizraum einbauen. Das Material und das Werkzeug haben wir jetzt schon alles hier drin, was wir benötigen. Das ist unser Werkzeug. Hier sind die Fittinge schon abgezählt, die wir genau brauchen. Das Rohr und die Leitern und der Gaszähler kommt jetzt in den Heizraum rein. Ungefähr in der Mitte zwischen dem verzinkten und der Kupferrohrleitung. Wie wir das Ganze technisch machen, werdet ihr jetzt gleich in dem Video sehen. Und auch da werde ich ein bisschen näher auf die Gasprüfungsarten und alles, was so dazugehört, eingehen. Ich werde es relativ kurz und knackig erklären. Und warum mache ich das Ganze? Damit man einfach versteht, wie man die Gasprüfungsarten im Kopf als Piktogramm abspeichern kann. Das Ganze haben wir jetzt abgesperrt an der Hauptabsperreinrichtung. Jetzt haben wir auch den Notausgang betätigt, die Gaszuleitung zum Gerät abgesperrt. Jetzt werden wir den Gaszähler demontieren und ich werde jetzt hier im oberen Bereich werde ich eine Linie mit der Wasserwaage ziehen, damit wir zwei gleiche Schnitte haben. Einmal hier, einmal da, setzen zwei Fittinge rein. Dazwischen kommt dann ein Rohrschnitt und so habe ich dann einfach eine Umlenkung so rum und fahre dann einfach auf die bestehende Gasleitung, die schon eingebaut ist, mit drauf. Dann werde ich die im Heizraum auch einmal trennen, damit ich auf dem Gaszähler exakt drauf fahren kann. Gaszähler wird immer, links ist immer der Eingang, rechts ist immer der Ausgang. Wenn ich jetzt die Rohrleitung, die muss ich auch trennen. Und ich möchte das so machen, dass wenn ich in den Gaszähler rein will, habe ich einen Wandabstand von der Wand bis zur Mitte der Rohrleitung von 6,5 cm. Das bedeutet, dass dieser Pressfitting genauso wie der andere dann in der Wand drin wäre. Da komme ich erstens nicht hin mit der Pressmaschine, um das Ganze zu pressen. Und das Zweite ist, es ist für mich einfacher visuell zu entscheiden, wenn der Gasfitting hier ist und ich dann das Ganze pressen kann, vielleicht nochmal Leckspray drüber springen kann, ist für mich viel einfacher und effizienter. Das heißt, ich messe jetzt, wo mein idealer Schnitt wäre, schneide dann einmal hier, werde dann ein Rohrstück hier raustrennen, damit ich einmal in den Gaszähler reinfahren kann und einmal wieder aus dem Gaszähler rausfahren kann.
Und so habe ich dann durch zwei Schnitte hier, den dritten Schnitt da draußen, habe ich so ziemlich alles schon erledigt. Der einzige Schnitt, der jetzt ungünstig war, das war der Eingangsleitung, weil da kann ich jetzt nicht wirklich das mit einem Rohrabschneider trennen. Und deswegen habe ich mich für die Bügelsäge entschieden und nicht mit einem Winkelschleifer oder mit der Tigersäge, weil das ist ja eine Gasleitung. Dann eine Minute investieren und lieber mit der Bügelsäge schneiden. So, und jetzt messe ich das nochmal exakt aus und dann bohren wir schon den Gaszähler dran. Oder die Gasmesserplatte. Also, jetzt ist die Rohrleitung getrennt. Die Rohrschelle ist genauso drin, wie sie vorher auch gewesen ist. Ich habe sie nur versetzt, weil dann habe ich einen besseren Schnittpunkt. Jetzt heißt es, die Rohrschellen sind ja auf der anderen Seite gedreht bzw. geöffnet. Jetzt kann ich die Rohrleitung rausziehen, den einen Schnitt machen, dann wieder reinschieben, die Gaszählerplatte hier montieren und dann schon anfangen, das Ganze aufzubauen. Das müssen wir noch ein bisschen mehr in den Rad machen, die Feier. So, und die Feier nicht flach halten, sondern eher so 45 Grad. Du willst ja den Grad brechen. Und wenn wir jetzt den Fitting hier genau an der Stelle wieder ansetzen und du hast das hier mit der Feier so viel weggenommen, dann kann sein, dass genau dort vielleicht die Dichtung sitzt. Ist jetzt nicht der Fall, aber wenn dort die Dichtung wäre, dann kann sein, dass du nicht. Die ganzen Arbeiten sind jetzt erledigt, jetzt fehlt nur noch das Pressen, damit die Gasleitung so abgeschlossen ist. Bevor ich das Ganze presse, mache ich immer den Gaszähler rein, ziehe die Verschraubung an, so dass der Gaszähler genau so sitzt, akkurat und gerade, dass alles überall passt und erst dann presse ich. Der Hintergrund ist, wenn du das nicht machst, wenn du den Gaszähler nicht reinmachst und den Ist-Zustand genauso festhältst, wie du den haben willst und du presst davor, bei jedem Pressvorgang verändert sich minimal, aber das Maß verändert sich, weil die Presspacke mit, weiß nicht, 2 bis 4 Tonnen das ganze Material zusammendrückt und dadurch verschiebt sich dein Ist-Maß, was du gerne hättest. Deswegen Gaszähler immer rein. Das Ganze pressen, dann machen wir den nochmal weg, machen Adaptoren drauf, damit wir die Druckprüfung machen können. Und dann hast du es wesentlich einfacher und du hast weniger Fehlerquoten. Erledigt. Alles soweit eingestellt. Wichtig bei der Gasprüfungsarten oder überhaupt bei der Gasprüfung oder bei irgendwelchen Protokollen, die du erstellst, ja, das ist immer. Tatsächlich, was ich mache und wie ich das so oft in Videos sage, ich beschönige nichts, ich sage, ich bin direkt vor Ort, mache das 1:1, erkläre, was ich mache, damit du als Zuschauer verstehst, was der Beruf Heizungsbau, Installateur, Anlagenmechaniker, wie es heutzutage heißt, alles so mit sich bringt, wie facettenreich das Ganze ist und wie viele verschiedene Möglichkeiten du hast oder haben kannst, zum Lernen und dich einfach dein Wissenspotenzial zu erweitern. Ja, das ist nicht dafür da, um mich jetzt in ein besseres Licht zu rücken. Und nur um das nochmal ganz klipp und klar zu sagen. Ja, weil manche Kommentare sind wirklich unter der Gürtellinie, werde ich nicht beantworten. Und falls, ja, das möchte ich auch noch ganz genau sagen, falls es Leute unter euch gibt, ja, und ich habe das gemerkt, wenn ich eine Premiere daraus mache, das heißt, ich poste das Bild zu dem Film und ich arbeite aber noch dran zig Stunden, ja? Und ich mache eine Premiere draus und sage, okay, bis zum Sonntag schaffe ich das. Dann gibt es Leute unter euch, die mir da schon ein Dislike geben oder irgendwelche bescheuerten Kommentare schreiben. Nur damit wir uns immer ganz klipp und klar verstehen. Ja?
Kommentare, die unter die Gürtellinie gehen, andere Leute beleidigen, mit Schimpfwörtern vollgepackt sind, die werden von mir bei YouTube angezeigt, sodass dein Kanal gesperrt wird. Und ich werde dich dann auch einfach vom Kanal, wie sagt man, nicht verbannen, aber ach, keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall, das geht so nicht. Ja? Das funktioniert so nicht. Also, um nochmal auf den Phasen, zum roten Faden zurückzukommen. Wir machen jetzt, wir haben die Gasleitung geändert und wollen jetzt eine Gasprüfung darüber machen. Es gibt drei verschiedene Gasprüfungsarten. Die Vorprüfung, auch Materialbelastungsprobe genannt, dann die Hauptprüfung und dann die Gebrauchsfähigkeitsprüfung. Die unterscheiden sich in ein paar Punkten, ja, aber wie kann man sich das besser und bildlich einfach im Kopf ablegen? Ja, ich zeige euch, ich blende euch ein Bild ein, dann seht ihr ein Quadrat. Oder innen drin nochmal ein Quadrat und nochmal eine. Die Hauptprüfung, also mit Materialbelastungsprobe, die ist dafür da, um die Rohrleitung, die neu verlegte Rohrleitung, exponentiell mehr zu belasten, um sie ans, quasi an den ungünstigsten Punkt zu bringen, wo es überhaupt sein kann. Und deswegen wird diese Gasdruckprüfung mit einem Bar gemacht. Temperaturausgleich sind 10 Minuten, Druckprüfungsbereich sind 10 Minuten. Bei der Hauptprüfung ist das Ganze wesentlich genauer, ja, weil du hast entweder ein analoges Gerät oder du hast ein digitales Gerät, wie ich es jetzt hier habe. Und wenn du mit 150 Millibar abdrückst, ist das wesentlich genauer. Auch an einem großen Manometer oder an der Wassersäule, die bei den analogen Geräten sind, da kannst du das alles auf den Millimeter genau ablesen. Also Hauptprüfung ist genauso wichtig wie die Vorprüfung, aber ist wesentlich genauer. Findet mit 150 Millibar statt, also ein Bar, 150 Millibar. Und die Temperaturausgleich und der Druckbereich sind auch 10 und 10 Minuten. Also jeweils 10 Minuten Temperaturausgleich, Türen zumachen, damit es nicht durchzieht. Und dann, wenn die 10 Minuten rum sind, dann fängst du mit der Prüfung an. Wenn die 10 Minuten auch rum sind, bei beiden Prüfungsarten Leckrate 0,0. Gar nicht. Dann gibt es noch die Gebrauchsfähigkeitsprüfung, die machen wir jetzt hier. Die findet mit 25 Millibar statt. Die Gebrauchsfähigkeitsprüfung, die hat drei Positionen, kann man dazu sagen. Ja, ich glaube, vielleicht ist Position falsch ausgedrückt, aber na, hört sich halt, kann man vielleicht besser im Kopf abspeichern. Also hat drei Positionen. Erstens von 0 bis 1 Liter Leckrate. Ja, du hast eine alte Installation, du machst was Neues, machst eine Gebrauchsfähigkeitsprüfung mit 25 Millibar, ist genauso, also ist auch sehr genau wie die Hauptprüfung. So, wenn deine Leckrate unter einem Liter pro Stunde ist, ist die super. Wenn die Leckrate zwischen 1 und 5 Liter ist, dann muss deine Rohrleitung oder die alte Rohrleitung muss innerhalb von 4 Wochen definitiv ausgetauscht werden. Da gibt es kein ein bisschen oder ein bisschen darin, also nach 4 Wochen muss sie ausgetauscht werden. Ist sie über 5 Liter, 5 Liter pro Stunde Druckverlust am Messgerät, dann wird die Anlage stillgelegt. Da gibt es auch kein ein bisschen schwanger und ein bisschen nicht schwanger. Also entweder ab 5 Liter Schluss mit lustig, Gashahn zu, Not aus einschalten und dann wird die Gasleitung erst neu gemacht und dann ist sie wird sie in Betrieb genommen. Warum funktioniert jetzt? Ah ja, jetzt. Okay, jetzt machen wir eine Gebrauchsfähigkeitsprüfung darüber. Mein Azubi, der schraubt mir die Adaptoren zusammen, damit wir beide Seiten gleichzeitig abdrücken können. Bei den digitalen Messgeräten, wenn die ein bisschen älter sind, ja, verlieren sie die Akkukapazität. Das ist jetzt bei unserem Gerät so. Und dann brauchst du halt eine ganze Weile, bis du das alles händisch eingetippt hast, die Straße, die Nummer, wo sich das Ganze befindet. Du brauchst auch die Gaszählernummer, damit du die eintragen kannst. So, sobald du die ganzen Sachen eingetragen hast, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist mir nämlich schon zigmal falsch, habe ich falsch gemacht oder vergessen. Und deswegen lernt aus meinen Fehlern. Bei solchen digitalen Geräten gibst du immer, also du guckst immer wieder drauf, Datum, Uhrzeit. Bei mir war jetzt das Datum 2012, Sommer irgendwann mal, wir haben November 2022. Also die Sachen richtig eintippen, kontrollieren, nimm dir 5 Minuten mehr Zeit, mach das richtig und dann tippst du das ein. Wenn du den Ausdruck dann nämlich ausdruckst, dann ist alles
komplett richtig. Und du hast nämlich dann ein Dokument, mit dem du dann das Ganze belegen kannst. Das ist der Hintergrund. Wenn dann 2012 Sommer dran steht und du sagst, hey, hier, ich habe die Gasleitung abgedrückt, wann war das? Vor 20 Jahren? Also, das ist alles wichtig. Jetzt sind wir gleich dabei, die Gasleitung abzudrücken. Bei der Gebrauchsfähigkeitsprüfung weiß ich jetzt nicht, ob ich die Zeiten genannt habe. Da ist es so, der Temperaturausgleich, was man immer beachten sollte, war ja bei der Hauptprüfung und bei der Vorprüfung 10 Minuten, bei der Gebrauchsfähigkeitsprüfung auch 10 Minuten. Die Messung dauert aber in diesem Fall jetzt nur noch 5 Minuten. Ja, das kann sein, dass das digitale Gerät, wenn du das alles, wenn du die Türen alles zu hast, und dann stabilisiert es sich und dass die Stabilitätszeit schon nach 3 Minuten abgeschlossen ist. Dann kannst du 3 Minuten plus 5 Minuten, bis nach 8 Minuten fertig, druckst das Dokument aus, machst die Adaptoren weg, Gaszähler dran, absprühen, die Gasleitung entlüften, in Betrieb nehmen und dann laufen schon wieder deine Geräte. So, und jetzt heißt es, die Adapter holen. Jetzt habe ich alles fertig. Ich möchte jetzt erstmal wissen, wenn ich die Druckprüfung mache, was für ein Leitungsvolumen habe ich denn in der ganzen Rohrleitung? Ja, wir haben jetzt 54er Kupferrohr, ich weiß nicht, vielleicht 20 Meter verlegt, irgendwie sowas. Also muss ich jetzt einfach schätzen, so wie ich das oft mache. Ich überschlage einfach die Werte, das sage ich auch in ZIP-Videos. Und sage jetzt einfach, okay, ich schätze mal, wir haben ca. 24 Liter Anlagenvolumen drin und starte. So, jetzt pumpt das Gerät Luft in die Rohrleitung rein. Wir haben die Absperrungen zugemacht, die Verschraubungen sind offen. Und jetzt drückt mir das Gerät Luft rein und stellt dann fest, was für einen Anlagenvolumen ich habe. Diesen Wert kann ich speichern und daraus dann oder übernehmen, damit ich dann die Gebrauchsfähigkeitsprüfung für diese Rohrleitung erstellen kann, auf das jeweilige Projekt bezogen. Ich habe 47,2 Liter, ja, also lag ich ein bisschen daneben, aber macht nichts. Übernehmen, Einspeisung mit Luft. So, Lumen wurde jetzt übernommen, 47,2 Liter. Stabilisierungszeit 10 Minuten, wie gesagt, es kann sein, dass es vielleicht nach 4 oder 5 Minuten, ich mache dann die Türen zu, dann ist die Stabilitätszeit erreicht. Das Gerät startet automatisch in den Messprotokoll oder in die Gebrauchsfähigkeitsprüfung. Diese dauert 5 Minuten, wird abgedrückt mit Gas. So, das Ganze wollen wir jetzt starten. Und ich unterbreche jetzt die Aufnahme, weil ihr wollt nicht 15 Minuten mir dabei zugucken, ich da stehe und auf das Display glotz. Leckrate 0,0, jetzt wird ausgedruckt. Das ist jetzt ein Dokument, kommt zu den Unterlagen dazu, wird nochmal bei uns in der Firma eingescannt und abgespeichert. Jetzt räumen wir alles komplett weg, machen den Gaszähler rein, entlüften die Gasleitung und nehmen die Geräte in Betrieb. Bei den Gasleitungen machen wir immer wieder Gasfilter rein. Wofür dienen die? Jetzt habe ich das Rohrstück, was ich rausgeschnitten habe. Ja? Ich nehme das mal raus. Weiß nicht, könnt ihr diese Partikel, die da rumschwirren, sehen? Und wenn ich jetzt die Gasleitung ändere, ja, und die Partikel dann mitgerissen werden, dann landen die zuerst im Filter. Das Gas kann sauber in den Verbrennungsraum rein und ist wesentlich besser. Ja? Als ohne den Gasfilter das Ganze zu betreiben. Da fliegen sie noch um, die Partikel. Deswegen sind die Gasfilter, dafür sind sie da. Okay, der Job ist gemacht. Ich bin jetzt extra in den Raum gegangen, weil dort ist es einfach zu laut. Das war jetzt ein Video über die Gasleitung und Gasprüfarten und Vorgehensweisen, wie man das Ganze machen kann, um einfach seinen Job besser machen zu können.
für die allermeisten Anlagen, ja? Unter 100 Millibar und einem Anlagenvolumen unter 100 Liter. So. Vielleicht bist du Azubi und kannst durch meine Filme lernen. Das würde mich super freuen. Und ich wünsche euch allen da draußen eine richtig tolle Zeit. Mein Name ist Luca Lenk. Bis zum nächsten Film.